Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserer Blutelfin Aletris am Start. Und mein Gott, jetzt haben die auf einmal alles hier kurz und knapp nochmal aufgestellt, sodass ich hier nochmal ganz kurz ran musste. Sind wir einen Ticken zu spät, aber egal, wir steppen trotzdem noch nach in die Mitte. Und ich hoffe einfach mal, dass diese Runde besser verlaufen wird als jetzt die letzte, die wir hatten. Das wäre sehr, sehr knufte, sehr, sehr schön. Und ja, deswegen strengen wir uns mal an, würde ich sagen. Die laufen alle wieder zurück, das ist kein gutes Zeichen. Hier ist gefühlt schon die halbe Allianz irgendwie am Start. Und ich glaube, das wird nichts. Tatsächlich. So blöd das auch ist, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Und dann würde ich sagen, können wir so langsam mal hier rüber. Der ist hier direkt hinter uns, okay. Aber wir defen jetzt mal hier mit. Ich bin auf der Reichweite. Ach du Scheiße. Ach du. Heilige Scheiße. Wie kann das denn sein, dass der Kollege so lange überlegt? Ach, das war, dass hier ein Heiler ist. Okay, never mind. Das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht am Schirm. Man kann den nicht stunnen, oder was? Scheint fast so. Aber jetzt hat er hier mal Ende im Gelände. Sehr schön. Und warum sind jetzt eigentlich alle wieder mit hier hingekommen zum Deffen? Das ist ja dann auch schon wieder Blödsinn. Tja. Jetzt sind alle wieder hier. Ich würde fast sagen, wir marschieren einfach mal straight durch. Und gucken, dass wir da hinten irgendwie tappen können. Schurke Ruine, schreibt einer. Der gute Raschka. Na, mein Gott. Das ist scheiße jetzt hier. Ich kann das jetzt hier noch als kleinen Escape benutzen, aber ich glaube fast, das wird jetzt hier an der Stelle auch nichts mehr. Ah, komm, den müssen wir noch kriegen. Ja, und jetzt hier wieder reinzugeben. War wahrscheinlich auch hirnrissig, aber gut. Versuchen irgendwie unser Bestes und in der Tat bleibt der Kollege jetzt hier liegen und hier ist doch irgendwo, ne, hier ist kein Heiler mehr. Hier ist kein Heiler mehr, das ist für uns natürlich ein riesen Vorteil. Was ist das denn aber auch hier für ein Gebirge, aber holla die Waldfee, ja komm. Ja, jetzt wollen sie nochmal alle wissen hier, jetzt kloppen sie uns komplett die Fresse kaputt. Da ist halt auch gar keine Chance mehr, ne, wenn da wirklich so viele Leute jetzt auf dir drauf sind, dann heißt es nur Paris, Athen, auf Wiedersehen.
Gut. War jetzt auch viel Gezerge. Weiß nicht, ob das unbedingt so nötig war da an der Stelle. Hat natürlich hier damage-technisch, wie man sieht, gut reingepusht. Allerdings kommt es darauf ja letztendlich nicht an, wie wir wissen. Und ja. Im Endeffekt müssen wir jetzt auch mal gucken, was jetzt hier unsere nächsten Schritte sind. Könnten natürlich wieder zum Schrein gehen. Könnten aber jetzt auch gucken, dass wir das hier deffen, weil ich glaube, da sind ein paar Kollegen, die Welle machen. Ey, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, was die ein Damage machen. Aber wir müssen jetzt... Ich weiß nicht, ob wir das überleben. Glaub fast nicht tatsächlich. Einzige, was wir jetzt machen können, ist hier nochmal rauszuhauen. Ja, das hat gut funktioniert. Okay, immerhin. Immerhin, immerhin. Das hat einigermaßen geklappt. Ja, und wir führen jetzt auf 4-1. Sprich, aktuell sieht es gar nicht so schlecht aus, auch wenn man das Gefühl hat, das ist hier wirklich komplette Scheiße. Okay. Jetzt habe ich gerade einen Lag oder so. Habe ich einen Lag? Jetzt gerade tut sich hier gar nichts mehr. Okay. Ich weiß nicht, ob es der Server war oder mein Internet. Also mein Internet kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, weil ich solche Probleme nie habe. Aber könnte natürlich trotzdem sein. Dann war das jetzt irgendwie ein sehr, sehr langer Lag. So, Kollege, für dich wäre die Bubble die bessere Entscheidung gewesen. Aber dafür hat er sich ja nicht entschieden. So, und wir nehmen das Ding jetzt hier ein. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Da lebt der Lachs doch, würde ich sagen. So, und dann können wir hier wieder aufmounten. Huch, nee, das wollte ich nicht. So, was wollte ich denn? Was wollte ich denn? Pass auf, Ruinen. Ja, wir könnten halt auch in die Mitte gehen. Das Problem ist, wenn sich jetzt alle von da verziehen. Okay, das sollte nicht passieren. Aber wir können jetzt hier, wie gesagt, in die Mitte. Ruf immer noch zwei, wie wäre es mit Hilfe? Jetzt fünf. Ja, okay. Da waren wir jetzt tatsächlich zu weit weg, um da irgendwie zu unterstützen. Aber wir können jetzt hier hoch. Kommt jetzt hier jemand mit? Kommt der mit? Oder? Ah, okay, jetzt haben sie uns hier festgesetzt, aber jetzt können wir... Wir müssen auf jeden Fall auf dem Heal bleiben. Ey, aber was der aushält, das ist doch Wahnsinn. Er lebt immer noch. So, und jetzt haben wir es aber geschafft. Sehr, sehr schön. Dann sieht das Ganze doch mal wesentlich erfolgreicher aus, als wir das jetzt irgendwie in den letzten... Warum bin ich eigentlich immer noch in Fight? Hallo? Ah, jetzt. Möchte nicht mehr in Fight sein. Schreien haben wir wieder verloren. Eieieiei. Da kommen die Kollegen mit direkt hoch. Die haben richtig Bock. Die sind sauer. Obwohl, so viel Bock hat er nicht mehr, wenn der hier hochgeht und sieht. Mein Gott, warum mache ich denn die ganze Zeit N auf?
will die Karte öffnen und nicht das Talentfenster. So. Ja, Steinbruch gehört uns. Schmiede müssen wir jetzt mal gucken. Gegebenenfalls doch zu Hof. Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Steinbruch sollten wir eigentlich halten können. Aber wir helfen trotzdem mal. So, wir laufen mal hinterher. So, und dann zack, einmal drauf. Mein Gott, was das abgeht, wenn man genug Tempo hat. Naja, okay, jetzt das will ich hier eigentlich nicht jetzt. Aber wir könnten halt jetzt, mein Gott, jedes Mal denselbe Fehler. Wir könnten halt versuchen, jetzt hier uns den Dings zu holen. Aber da campen sie halt auch mit allem Mann, ne? Also, vor allem mit dem Priester hier, das wird wieder tricky, den zu holen. Der hält ja ohne Ende aus. Aber es sieht gut aus. Wir können jetzt hier, der Priester muss halt fallen, ne? Wenn ich jetzt der Einzige bin, der hier drauf geht. Ich weiß nicht, ah, ne, der Demon Hunter ist auch noch mit am Ziel. Wir können hier nochmal reingehen, alles irgendwie draufklatschen, aber irgendwie. Und jetzt langsam wird es auch um unser Leben knapp. Mein Gott, jetzt habe ich wieder irgendwelche Lecks. Was ist das denn? Habe ich noch nie Probleme mit gehabt, irgendwie. Boah, hier jetzt der. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ah, ist doch scheiße. Ja, okay. Das ist doch scheiße, ey. Die haben uns hier. Komm, mein Gott. Jedes Mal ist mir jetzt schon das sechste oder siebte Mal passiert. Komplett lost. Nee, aber das Ding haben wir gewonnen, das schaffen die nicht mehr, da sind wir einfach zu weit vorne letztendlich. Was natürlich sehr, sehr cool ist, aber ja, hier, Hof brauchen wir nicht versuchen, da hängen sie jetzt alle irgendwie, das macht keinen Sinn mehr. Wir können nochmal versuchen, irgendwie Schrein wegzusnacken, obwohl ich auch da sagen muss, vermutlich jetzt auch weniger sinnvoll. 1:10 noch, bis wir hier gewonnen haben, das sollte kein Problem darstellen. Beziehungsweise kein Problem sein. Das sollten wir eigentlich jetzt gut über die Bühne bekommen. Und dann könnten wir so langsam unseren Sieg feiern. Uns Richtung Startziellinie bereit machen. Der geht hier auch nochmal rein. Der Demon Hunter, da gehen wir direkt hinterher. Kann nicht schaden. Machen nochmal ein bisschen Welle. Vielleicht schaffen wir das ja doch nochmal zu holen. Ich meine, wieso nicht? Ah, okay. So, jetzt sollte es aber funktionieren. Obwohl wir hier eh in 19 Sekunden oder 17 Sekunden eh gewonnen haben. Deswegen sollte das kein Problem sein. 12 Sekunden noch und ist das Ding hier eh durch. Sehr, sehr schön gemacht. Ja. Das war da wirklich mal ein gutes Ding. Und in dem Sinne würde ich sagen, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Feedback da. Wir sind hier die Nummer 1 mit Schaden. Da hat der Zerg am Anfang wirklich echt gut reingeklatscht, würde ich sagen. Es hat ziemlich gut funktioniert. Ja, ansonsten, Stats sind soweit okay. Wir bewegen uns hier im guten Mittelfeld. Und ja, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne Feedback da. Damit unterstützt ihr mich tatsächlich am meisten. Und in dem Sinne, haut da rein, euer Zerranos. Ciao, ciao.